Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit der Challenge. Die liebe Petra Gerbracht hat mich eingeladen zu einer Challenge. Meine Grundlage ist das hier. Das ist so eine Mango-Platte aus dem Action. Petra meinte, lass uns einen Adventskranz machen für den Tisch. Irgendwie für die Kerzen drauf. Bisschen weihnachtlich geschmückt. Meine Basis wird das sein. Da gieße ich jetzt was rein. Und dann habe ich mir hier auch im Action diese tollen Glas-Weihnachtskugeln besorgt. Die werde ich dann noch irgendwie integrieren, muss mal schauen. Und dann vier von diesen Gläsern. Ich denke, das passt wunderbar. Und ich habe überlegt, meine Basis wird vielleicht Schwarz-Gold sein. Mal schauen, wie ich es mache. Dass einfach harmonisch ist. Genau, und dann vielleicht mit ein paar Zweigen noch ausschmücken. Muss mal schauen, was ich noch da habe oder was Künstliches. Ich werde aber das nicht fest integrieren, die Gläser und die Kugeln, sondern ich werde es dann einfach arrangieren. Ich möchte die Platte dann nicht nur an Weihnachten benutzen, sondern vielleicht auch so zum mal was Schönes anrichten oder mal eine Blume draufstellen oder mal schauen. Auf jeden Fall mische ich mir jetzt mal mein Harz an und dann hole ich euch wieder dazu. So, ich habe mir jetzt jede Menge zusammengestellt. Ich mache jetzt hier vier verschiedene Sachen. Werde das jetzt auch gleich anmischen. Hier habe ich schwarze Pigmentpaste und Diamond Copper Glitzer. Hier habe ich die Farbe Marzipan als Paste und Praline werde ich reinmischen. Hier ist es Gold. Ich habe da nur das kleine Döschen. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, von Stefanie Etter. Ich muss mal schauen, ob das reicht von der Menge. Ich habe jetzt ja so ein bisschen reingemacht, aber ich werde sehen, ob das reicht. Und hier werde ich das Interference Champagne reinmischen und etwas Resiblast. Mit dem gehe ich dann als oberstes drüber. Genau, also ich mische mal, ihr seht, was ich mache und dann hole ich euch wieder zurück. So, willkommen zurück. Kamera wackelt ein bisschen, aber es wird sich gleich einpendeln. Bei meiner Braunmischung habe ich noch etwas von dem Burnt Almond reingemacht, vom Pigmentpulver. Für den Glanz einfach, für den Schimmer. Das war mir jetzt dann doch irgendwie ein bisschen zu. Ja, gut, man sieht nicht viel, aber jetzt schauen wir mal. Ich wollte eine Paste reinmischen, deswegen habe ich das Marzipan genommen, weil es nicht so hart ist wie das Weiß. Und damit ich das Braun quasi mischen kann. Das ist jetzt natürlich ein anderes Braun, als ich wollte. Das wollte ich jetzt hier eher so dunkel. Aber es muss ja nicht alles Ton in Ton sein. Genau, das ist das. Das ist das Gold. Das ist nur das Pigmentpulver in Gold. Und das ist das Schwarz und das Glitzer mit drin. Mal schauen, wie es rauskommt. Und hier Interference Gold. Und das Resiblast mache ich dann kurz vorher rein, bevor ich dann loslege. Weiß nicht, ob das sonst einen Einfluss hat. Genau. Und jetzt werde ich einfach irgendwie mal hier das drauf gießen. Ich habe noch keinen festen Plan. Ich möchte halt die Oberfläche hier einmal bedecken. Meine Hauptfarbe soll vielleicht das Schwarz sein. Deswegen beginne ich mal und mache mal das Schwarz hier außenrum. Kurz abwischen hier. Genau, das gebe ich jetzt einfach hier mal außenrum. Ich weiß auch nicht, ob das mir reicht vom Material her, ob das jetzt zu viel, zu wenig ist. Kratze ich alles mal raus. Brauche ich wahrscheinlich alles. So, das Schwarze. Okay, noch etwas hier verteilen. Mit dem Spatel ist es aber ein bisschen blöd, glaube ich. Wie kann ich das machen? Mit dem Handschuh vielleicht. Ja, gut, dann mache ich erstmal die anderen Farben. Hier habe ich das Gold. Ich möchte halt, dass man nicht das Holz durchsieht. Das sollte eigentlich
Es geht irgendwie abgedeckt sein. Können wir auch ein bisschen übereinander. So. Und das rausmachen, was wir da so haben. Okay. Ja, ich vielleicht vermische es nachher mit dem Handschuh, mal schauen, ob das was wird. Ich werde das kurz abwischen hier. So. Und dann haben wir noch das Braun mit Marzipan und etwas Burnt Almond. So bunt wollte ich das eigentlich gar nicht machen. Ich wollte ja eigentlich hauptsächlich schwarz machen, aber ich habe fast keine Paste mehr. Ich muss mir unbedingt wieder welche besorgen. So, wenn man halt ab und zu mal was aufgießt in schwarz, dann geht sie halt zu Ende. Aber die deckt auch super. Also ja, ich habe jetzt hier echt wenig genommen und reicht, glaube ich, trotzdem. So. Naja, schauen wir mal, was das so gibt. Nochmal meinen Stab abwischen. So. Jetzt werde ich mal den Ton abschalten und dann gehe ich mit dem Heißluftfilm mal drüber. Verpuste mir das ein bisschen. Versuche das etwas zu vermischen. Mal schauen, ob ich irgendwie sowas wie einen Marmoreffekt hinbekomme. Ich denke, von der Menge ist es okay. Die Oberfläche wird bedeckt sein. Ich puste es noch etwas nach außen. Ich hoffe, dass es nicht zu weit nach außen geht. Werden wir gleich sehen. Oh, ups. Also, jetzt mache ich mal kurz den Ton weg. Und dann ja, gehe ich mit dem Heißluftfilm drüber. So, ich bin irgendwie noch gar nicht zufrieden. Keine Ahnung, das sieht jetzt irgendwie komisch aus. Es ist zu viel von dem Braun geworden. Egal, ich werde jetzt hier das, ich werde zwei Tropfen Resiblast hier reinmachen. Und dann tropfe ich das mal rein und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Wenn ich es aufbekomme. Hä? Ich krieg's gar nicht mehr auf. Hä? Oh nee. Ah, jetzt habe ich es. Keine Ahnung, was das jetzt war. Eins, ich mache drei Tropfen. Eins, zwei, drei. Es soll mir ja auch viel aufreißen. Was war das jetzt bitte? Mit dem Deckel, keine Ahnung. Also ich vermische das hier. Einfach vermischen. Okay. Ich denke, das ist okay. Dann geht es mal los. Und dann lasse ich es mal arbeiten. Mal sehen, was draus wird. Okay. Okay. Auf los geht's los. Geklext. So. Und hier noch.
Okay, also es arbeitet schon. Es kämpft sich jetzt durch die Schichten durch. Kommen mal so größere, mal kleinere Zellen, sage ich mal. Sieht schon schön aus. Ich weiß ich nur nicht, jetzt da, wo das quasi aneinander kämpft, sieht es etwas merkwürdig aus. Aber der Schimmer ist unglaublich, der Schimmer ist ganz toll. Ich habe natürlich manchmal am Rand gekleckert, das ärgert mich jetzt, aber dann ist es halt so. Ja, ich lasse einfach mal arbeiten. Sieht man das eigentlich in der Kamera? Ja. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt da noch etwas nachhelfen soll, ob ich da noch irgendwie was machen soll. Vorsichtig Wärme vielleicht. Schon cool, wie sich das irgendwie so verschiebt, aber ich weiß nicht, ob ich da noch etwas verwirbeln kann. So vielleicht, genau. Auch da, wo es jetzt hier aneinander stößt, meine Kanten, fahre ich einfach nochmal durch, dann gefällt es mir etwas besser. Genau, also es ist sehr braunlastig. Schwarz, das wollte ich eigentlich viel mehr. Ich wollte viel mehr schwarz. Das hat sich etwas versteckt hier. Ich habe hier noch mega viele Bläschen. Gehe ich mal mit dem Feuer noch drüber. Genau. Sieht schon cool aus. Irgendwie sieht schon cool aus. Aber ist schade. Ich dachte, das vermischt sich mehr. Entweder waren meine Mischungen zu stark. Vielleicht muss ich einfach hier auch noch hier drüber. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt da mache. Entweder versaue ich es mir jetzt ganz oder keine Ahnung. Ja, ich will nicht so viel kaputt machen, aber das ist, ich dachte, man zieht nachher die Linie nicht mehr so arg. Ja. Okay, also es haben sich schon die einzelnen Zellen gebildet, das ist schon toll. Aber irgendwie, vielleicht wenn es dünner gegossen wäre, wäre es besser gewesen. Ja. Ja, ich gucke nochmal nach dem Bläschen. Ich muss dann wahrscheinlich sowieso noch einen Topcoat drüber machen. Weil, ja, mal schauen, wie sich das ergibt. Kann sein, dass die Oberfläche, dass man das auch in der Haptik sieht, also dass man es auch sieht, so die. Die Zellen, die entstanden sind, dass es dann uneben ist. Ich muss mal gucken. Also generell ist es ja schon nicht schlecht. Wie sieht es in der Kamera aus? Ja. Es ist aber sehr bunt, sehr durcheinander. Also so wollte ich es eigentlich nicht so haben. Ich weiß nicht, ob es mir die Linien so ein bisschen hier verschiebt. Man darf ja auch gar nicht so viel dran rummachen. Ja. Okay, im Prinzip wäre es dann schon fertig. Eigentlich. Ich überlege mal, was man noch machen kann. Ich wollte ja auch nicht so viel dran rumwirbeln. Also der Glanz ist super. Das Goldene, das Interference, Champagne auch. Das sieht schon genial aus.
Was mache ich denn jetzt noch? Keine Ahnung. Irgendwie cool und irgendwie ist es mir zu wild. Gut, wenn man die Katzen drauf arrangiert, ein paar Kügelchen und so, dann ist es ja, ist okay. Na, minimal hätte ich noch übrig, aber es bringt jetzt ja auch nichts. Weiß es nicht, vielleicht. Wenn ich jetzt hier noch. Da, wo das Braune ist. Dass sich noch was öffnet. Oder ob ich es jetzt ganz versaut habe. Keine Ahnung. Okay. Ja, ein bisschen reißt noch auf, glaube ich. Es hat auch ein dickes Harz. Also bei dünneren Harzen ist es vielleicht besser, vielleicht einfacher. Auf jeden Fall ist es jetzt hier sehr, sehr wild. Genau, das trifft sich vielleicht eher bunt nicht, aber wild. Es ist so wild. Es sollte gar nicht so wild sein. Naja. Aber es reißt ja schon auf, das ist gut. Sondern bricht das Ganze noch ein bisschen. Muss man es einfach mal arbeiten lassen. Oh je. Kennt ihr das? Wenn man ganz irgendwas machen hat, so eine Vorstellung und dann kommt es total anders raus als eigentlich geplant. So wollte ich es nicht. Oder ich muss mir wirklich meine Gläser schon drauf machen. Ui. Da müsste ich vielleicht meine Gläser schon drauf machen. Na. Das geht mit dem Handschuh fest. Meine Gläser. Ein paar Kügelchen. Eigentlich wollte ich die Gläser nicht festmachen. Ich hole mal kurz die anderen drei, soll noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht setzt es mir einfach rein. So, dann mache ich mal hier die Kleber ab. Manchmal kommt es halt anders als gedacht. Ist halt so. Okay, Kleber gehen eigentlich relativ gut ab. Ja, ich wollte mir hier Neutrales machen. Aber vielleicht mache ich nur die Gläser drauf und die Kugeln, die werde ich dann an Weihnachten hinlegen. Ein bisschen Grünzeug. Also Tannen oder Reisig oder so. Und wenn ich mir die in der Mitte anordne oder außenrum. Außenrum wäre es auch nicht schlecht. Wo könnte ich das machen? Jetzt gehe ich erstmal mit dem Föhn drüber. Feuer. Sind viele Bläschen. Wenn ich mir jetzt die Gläser reinsetze, dann ist es ja, dann ist es so. Muss mal schauen,
wo es mir dann am besten gefällt mit den Gläsern. Vielleicht hier, weil das ist ziemlich viel braun. Ja, okay. Also. Oh je. Hoffentlich rutscht es nicht so arg. Ich muss schauen, ich habe zwei gestreifte und zwei mit so Rauten. Okay. Dann lasse ich es einfach so. Und dann habe ich immer noch Fläche frei. Kann das mit Kugeln arrangieren. Also die mache ich jetzt nicht feste drauf. Aber ich denke, die passen von der Farbe her super hier dazu. Und dann kann ich noch ein bisschen ausschmücken mit weihnachtlicher Deko. Genau. Mal schauen, ob es hier einigermaßen gleichmäßig verteilt ist. Ja, ich denke, es ist okay. Und wird auch heben, hoffe ich. Okay, prima. Ja, und dann mache ich jetzt hier noch, ich hoffe, das ist nicht alles verschmiert. Dann mache ich noch hier ein paar Bläschen weg und das war's. Ich denke, es wird sich nicht mehr viel verändern. Ja, ich wollte es ein bisschen anders haben, aber es ist halt oftmals so, es kommt anders, als man denkt. Im Prinzip bin ich schon zufrieden, aber okay, das üben wir noch. Auf jeden Fall werde ich es euch dann präsentieren, wenn es ausgehärtet ist und wenn ich es dann dekoriert habe. Genau, also bleibt gespannt. Ciao, ciao, bis zum Ausformen. So, jetzt ist es hier ohne Deko. Ich wollte euch mal so ein bisschen das zeigen. Den Effekt. Genau, sehr bunt, sehr wild. Jetzt geht es ans Dekorieren und dann schauen wir mal. Natürlich nicht zum Ausformen, wie ich es im Video gesagt habe, sondern ihr seht es gleich, wenn es fertig dekoriert ist. So, fertig ist mein Adventskranz. Ich habe es jetzt hier ausgeschmückt. Mit künstlichen Tannenzweigen, ein paar Glöckchen, ein paar Kugeln und Zapfen. Das ist das Ergebnis. Bin mega zufrieden. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Genau, ich werde noch ein paar Bilder machen. Und das noch ein bisschen präsentieren, vielleicht auch wenn das Licht aus ist, dass man die Kerzen besser sieht. Ich habe hier das ein bisschen fixiert mit Kordel, damit mir das nicht verrutscht. Und muss mal kurz festhalten. Man könnte sogar noch ein paar Süßigkeiten drauf anrichten. Genau, einfach schön hier dekorieren. Mit einer Hand ist das ein bisschen blöde. Genau, einfach hier so ein paar Süßigkeiten drauflegen. Genau, für das ist auch noch Platz. Genau, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich natürlich über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch. Die Challenge mit Petra hat mal wieder mega viel Spaß gemacht. Bin gespannt, was sie präsentiert. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Und ja, bis zum nächsten Video, wenn ihr Lust habt. Ciao.